willkommen hier auf Jessim Sports zu Wrestling Superstars. Und wir fangen direkt an. Mit? Ja, das ist exakt zu erklären. Mit einer 8-Man Battle Royal um den neu eingeführten YouTube 24/7 Championship. Schöner Name, nicht? Hä? Schöner Name, habe ich gesagt. Und der Anfang, den Anfang macht Miro. At to be Miro. Der Redeemer. God's favorite champion. Miro! Was ist denn der Name? Miro. Und der zweite. Weiß jetzt, wie er ist, ne? Hallo? Es ist. Guck mal, die Leute springen aus den Stühlen auf. Ich hab's gewusst. Und. Adam Cole, baby! Kann ich mir vorstellen, dass die nur 193 Pfund wiegt, wenn 12 in echt 211 wiegt. Und Teilnehmer Nummer 3. Ricochet! Der Mann, der wird von uns auch einfach gepusht, ist und geht nicht mehr. Das ist sein viertes Match bei JCM, sein drittes Titelmatch. Wenn du Nations Trophy als Titel zählen willst, natürlich nur. Ja. Sonst ist es sein erstes Titelmatch. Der hat auch übrigens 0 Siege und 4 Niederlagen. Tyler Bate. Tyler! Da kommt jetzt sein erster Sieg oder seine 15 Niederlage drauf. Ja. Wäre mal lieber nur im IG Rumble heute Abend dann 20 als Niederlage zählen. Wäre mal lieber nur im IG Rumble, das würde nicht als Niederlage zählen. Wenn er verliert. Teilnehmer Nummer 5. Der Vorletzte. Ne, ist ein 8. Oh. Ich weiß, Mathe ist nicht deine Stärke. Mike Tyson. Sein erstes Match bei uns. Oha! Na klar. Der kämpft auch mit seinen Ringen so, weißt du? Der schlägt ihn mit den Ringen. Er darf kein normales Singles-Match worken, weil das würde immer als DQ durchgehen. Ja. Deswegen darf er mit der Battle Royale antreten. Und Teilnehmer Nummer 6. Aus den USA. Bestimmt. Ich weiß gar nicht, wer noch kommt. Ich weiß zwei noch, die kommen. Ich habe einfach richtig mit USA. Jetzt weiß ich noch einen, der kommt. Jetzt weiß ich noch zwei. Ja, die letzten beiden. Ja. Da ist eine andere, warte mal. Tony! Den letzten, der kommt, den weiß ich ja, den vorletzten weiß ich nicht. Wirst du jetzt sehen. Kenny Omega. Ach, nee. Hangman Adam Page. El Phantasmo. Solo Sikoa. Jeff Hardy. Brock Lesnar. Ach, stimmt. Leo. Rush. Der Mann hat sich auch ins Match geschlichen. The Man of the Hour. Der auch bei uns bisher ein Match gewonnen hat, glaube ich. Hat er sogar schon. Hat er einen Sieg? Ich weiß es nicht. Ich glaube nicht. Ich glaube, er hat einen Ulrichstädter. Und der letzte.
eine Neuverpflichtung von JCM. Wer ist es? Warum sind da Miro drin im Kronen? Es ist Wheeler Yuta. Team Dogs. Es ist Wheeler Yuta. Der Mann mit den japanischen Wurzeln. Mhm. Und ich glaube, der lebt in Philly, lebt er, glaube ich. In Philly. Philly, nicht Philly. Der lebt in Philly. Der lebt in Schmutz. Geil. Wer bin ich eigentlich? Wen habe ich eigentlich genommen? Achso, ja. Wer bist du? Ich bin Rico. Achso. Der lebt einfach in Filth, der lebt einfach in Schmutz. Auch gar nicht, Mike Tyson kämpft in Jeans und Anzug. Also Anzug würde ich sicher, aber so ein schönes Shirt. Oh, was eine schöne. Oh, Tyler Baking Miro. Da mischt sich wieder Yuta ein. Wir hatten ja schon Ricochet und Miro, die beiden haben ja schon so eine kleine Vergangenheit miteinander. Der Wind ist noch voll fresh. Jetzt Mike Tyson und Miro, Alter. Mit den größten Namen hier in dem Match. Zack. Oh, das könnte fast mit Miro gewesen sein. Und Ricochet, Ricochet. Oh, hat fast einen Keul rausgeschmissen. Das wär's doch hier geworden, Mensch. Das wär's doch immer, wenn Ricochet einem Call rausschmeißt. Ja. Oh, Miro! Leo Rush schmeißt Miro raus! Ich würde mal sagen, der Favorit ist raus! Und Tyler Bate ist auch weg! Oh, der Ricochet wird von einem Call direkt rausgeschmissen. Alter. Was soll ich mal? Ey, das war wie, wo ich mit Lukas einmal in Rumble gespielt habe, ey. Ich hau Tyler Bate aus und direkt vor einem Call vorhin mit dem Superkick und schmeißt einfach Ricochet raus. Aber Digga, Leo Rush schmeißt einfach Miro raus. Oder kommt Tony Dies vor hinten? Geht auf Wheeler Yuta los. Und Nies kriegt da Hilfe, der kriegt Hilfe von Adam Cole. Der kriegt Hilfe von Adam Cole und gemeinsam schaffen sie es wieder, Yuta rauszuschmeißen. Jetzt haben wir hier links Leo Rush und Mike Tyson. Und rechts Adam Cole und Tony Nies. Wer kann jetzt zuerst noch jemanden rausschmeißen? Rush und Tyson, das wird gefährlich, genau wie bei Tony Nese. Und das war's mit Tony Nese. Und Adam Cole schnappt sich Leo Rush. War's das vielleicht mit Leo Rush? Nee. Will sich jetzt Mike Tyson noch mit einmischen? Anscheinend nicht, dort keinen Bock mitzumachen. Und guck mal, er kämpft wirklich mit seinem Ring. Die Schläge sind doppelt so effektiv. Jetzt geht's im Bein auf Mike Tyson los. Oh, Adam Cole sieht nicht Leo Rush von hinten. Leo Rush von hinten. Wunderschön am Moonsault. Jetzt die Chance für Rush hier Adam Cole rauszuschmeißen. Oder auch nicht. Adam Cole wieder ausgewichen. Wieder ausgewichen. Jetzt gibt's den Suplex. Oder? Nee, doch. Nee, oh mein Gott. Oh, Mike Tyson, der Boxer mit einem Knee Strike. Oder ein Kick, was es auch immer war. Hat sich jetzt hier Adam Cole geschnappt. Mit Schlägen. Boah, die Schläge von Mike Tyson, Junge.
Und noch ein Kick hinterher. Oh mein Scheiß! Der fliegt ja einfach mal so rum! Vor allem in Jeans. Und Anzug. Ja. Dann macht er Orange Cassidy. Na klar. Und Adam Cole? Nein. Holy Rush von hinten. Wunderschöne Drehung. Und jetzt Rush und Tyson. Oh, Mike Tyson mit Knee Strikes. Was hat Mike Tyson jetzt hier vor? Soll er jetzt Rush rausschmeißen? Aber Leo mit dem Step-Up-Enzuigiri. Adam Cole macht die Kusshand und kriegt dafür direkt was ab. Mike Tyson. Oh mein Gott! Das war's, glaube ich, mit. Mit The Rush? Nee, nee, doch nicht. Jetzt aber. Jetzt war's das. Nee, nee. Double Direction! Oh. Double Suplex von Adam Cole und Mike Tyson. Und jetzt geht Mike Tyson auf Adam Cole los. Oh. Oh, Mike Tyson. Umgedreht. Und. Oh. Die Schläge von Tyson. Oh, Adam Cole. Wunderschöner Neckbreaker. Wieder Mike Tyson mit Knee Strikes und Schlägen. Schubst Adam Cole weg! Und Leg Lariat. Jetzt, war es das vielleicht mit Adam Cole? War es das mit Adam Cole? Mike Tyson kommt angerannt. Big Boot Adam Cole ist raus. Leo Rush oder Mike Tyson, wer wird erster YouTube 24/7 Champion? Oh. High Kick, oh, diesmal geht er durch. Und es sieht gut aus für Leo Rush. Leo Rush mit dem Frog Splash. Das war der Finisher und jetzt muss er nur noch Mike Tyson rauschmeißen. Ja, kein Bock, ihn rauszuschmeißen. Er will ihn noch demontieren. Demontieren will er. Oh! Gibt er auf! Gibt er auf! Mike Tyson, gibt euch auf! Doch, der wirklich nicht. Warum macht er das? Hä? Der hat Bock. Jetzt reißt er raus, pass auf. Oh, in die Ecke. Leo? 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 Nein. Oh. Das könnte es gewesen sein. Das könnte es gewesen sein. Der arme Mike Tyson mit dem. Wir haben erst über Leo Rush gelacht. Ne? Der hat schon Miro rausgeschmissen vor allem. Aber ich glaube, Mike Tyson fängt sich nochmal. Ja. Vor dem Kopf. Mit den Ringe. Nochmal Schläge. Boah, Dropkick gegen das Knie. Und Mike Tyson, was hat er jetzt vor? Oh, Mike Tyson. Wunderschöner Crossbody. Jetzt soll wahrscheinlich der Superman-Punch kommen. Nee. Nee. Soll der Rauswurf kommen. Ja, jetzt will er die Rush eliminieren. Das schafft er auch ziemlich gut. Das schafft er sehr, sehr gut. Und das war's mit Leo Rush. Mike Tyson ist erster YouTube 24/7 Champion. Ja. Damit der erste Titel für die Authority. Ja. Man weiß wie lange, weil der kann jederzeit überall verteidigt werden. Ja. Zack. Da war's mit Leo Rush. Was macht er da? Guckt sich die Leute an. Und wo ist der Titel? Ja, das ist der Bug in diesem Jahr. Du kannst in Battle Royals und Royal Rumbles ganz Titelmatches vielleicht einstellen, aber die werden nicht überreicht. So dumm. Also wir stellen uns vor, halt einen Titel in der Hand. Oder einen Titel einfach aus dem Ring geschmissen, weil ihm scheißegal ist. Und damit kommen wir zum zweiten Match des heutigen Abends. Ich kann nicht mehr. Wir kommen zum nächsten Match. Ja. Anthony Ogogo. Antoine. Antoine Ogogo hat sich durchgesetzt. Oh, oh, oh. Wo hat er sich durchgesetzt? In einer Battle Royale.
Stimmt. Ne, wenn wir es Franzosen aussprechen, dann ist Antoine. Och, och, och. Ja, wie viele Battle Royals wir eigentlich haben, ne? Ja, einmal im Monat zwei, sonst haben wir nie welche. Let's go. Guck schon grimmig. World Nations. Der World Nations Trophy gewinnen. Ich sag's dir. Gegen? Gegen den Certified G. And you can't beat them. The real one. Oh, direkt Beißer gekriegt von Enzo. Enzo hat sich das ja erkämpft, indem er den WrestleCon Cup vor einem guten Monat gewonnen hat. Das war schon ein bisschen länger, glaube ich. Nicht mal bis 1. Nach dem Knee Strike. Und Ogogo, wie gesagt, hat eine Battle Royale bei der vorletzten Ausgabe von Passion gewonnen. Ogogo ist Teil von Team Filthy. Das aber hat Factory Kleidung an. Ja, das ist ja auch nicht ganz auf dem Weg. Die Kleidung ist auch auf dem Weg, die ist an einem Lieferengpass. Was ist die? Lieferengpass. Man soll seinen Wurzeln ja auch treu bleiben. Hm? Man soll seinen Wurzeln ja auch treu bleiben. Oh, da rennt er den Elbow von Enzo. Und Enzo mit dem Discus Punch. Discus Punch. Aber Ogogo kontert. Ogogo aus Top Rope und wenn Ogogo hat, da war einfach das Auge zugeschlagen, was nicht sieht. Wie gesagt, der Sieger dieses Matches bekommt die Nations Trophy und darf jederzeit um den JCM World Title, der aktuell von Switchblade Jay White gehalten wird, antreten. Und nochmal Big Splash von Ogogo. Ist ihm aufgefallen, wir hatten bisher nur Fake Cash-ins? Wir hatten noch erst einen. Ja, sag ich ja, nur bisher nur Fake Cash-ins. Oh, Running Knee. Ja, bei einem Cash-in, da ist die 50-50 Chance, dass er fehlt. Das war eben Moose. Bei WrestleCon. Ja. Oh, Anthony Ogogo, ganz gefährliches Ding. Der Arme. Und Enzo fliegt. I believe Enzo fly. I believe Enzo touch the sky. Oh, Enzo. Mit einem Big Boot! Big! Findest du es auch big oder was? Hä? Findest du es auch big oder was? Find's big. Hey, jetzt kann ich auf einmal nicht mehr heben, und ja, ich bin zu schwerfällig geworden. Ja, das ist ich hab kurz sein. Zugenommen. Oh, die Achse! Ah. Flieg, Enzo, flieg! Guter Sprint, guter Treffer. Der Ref ist bei 6. Sieben. Enzo geht aufs Top Rope und springt nach draußen mit dem Double Footstorm. Oh, go, go. Was hat Enzo? Oh Gott, Enzo. Electric Chair. Abgelegt und Discus Elbow. In den Nacken von Anthony Ogogo. Jetzt Ogogo voll in den Magen von Enzo.
und Ogogo mit dem Alabama Slammer. Der Schlag wird von Enzo abgewehrt. Und jetzt Enzo. Oh, der Enzo Igiri trifft. Was man noch sagen kann hier, die Nations Trophy wird auch bald ein bisschen umstrukturiert. Denn die Betreiber haben einen neuen Plan. Oh, oh Gott, Elbows von Enzo. Leg Lariat. Ja, jetzt kannst du weiterreden. Ja, ja, die haben einen neuen Plan. Es könnte vielleicht zu anderen Sachen kommen. Ach, der hat immer noch kein Rufsess. Enzo Knockout nie. Oh, guck mal wieder am Bluten, wie in jedem seiner Matches gefühlt. Aber es reicht nicht. Wer wäre da? Mit BH. Double Footstop von Enzo. Was hat er jetzt vor? Gogo liegt schon quasi tot da unten rum. Oh, der Splash geht ins Leere. Aber das sollte, glaube ich, ein Knee-Drop werden. Und jetzt Enfinio Gogo, was hat er vor? Nichts. Weil Enzo ihn auskontert. Und Enzo mit einem Knee-Strike. Das war ein kranker Move von Enzo Amore. Hey, nochmal. Da hat er, glaube ich, den Arm von Elf New Gogo. Jetzt tritt er, während Ogogo da unten liegt. Jetzt choket er ihn. Und Bronco Buster. Da macht er den Eddie Guerrero. Viva la Riva! Viva la Razza! Ne, das war gerade Viva la Vida, war was anderes eingedämmt. Der Nackenschmerz bei Ogogo. Der ist wieder, ey, immer wenn die bluten, ich habe das Gefühl, ist immer Two-Face. Ist immer eine Seite, die bluten, die andere Seite ist komplett heile. Enzo mit einem High Kick und mit noch mehr Kicks und nochmal dieser Knee Strike. V-Trigger. Immer weiter aufs Knie von Enfinio Gogo. Dropkick in den Nacken. High Kick, ein Schlag hinterher. Spinning Backfist. Und die Elbows von Enzo. Und jetzt der Enzo Igiri. Und Spear! Spear von Enzo. Und das war's. Enzo holt sich dann doch seit dem United Nations Trophy. Oh. Enzo feiert sich. Oh! Wir sehen Ogogo, der steht. Enzo hält ihm die Hand hin. Und Ogogo schüttelt Enzos Hand. Wie der blutet. Blutet! Und dann, meine Freunde, kommen wir zum dritten Match des heutigen Abends. Ladies and Gentlemen, willkommen zum... Das spawnt direkt weiter. Dritten Match des heutigen... Ich habe ihn gar nicht gesehen, aber jetzt sehe ich ihn. Zum dritten Match des heutigen Abends. Und das einzige Nicht-Titel-Match des heutigen Abends. Wenn man die Nations Trophy als Titel sehen will, natürlich. Und wir haben... Walter! Der heute alleine antretet, weil die anderen Männer von Imperium noch sehr angeschlagen sind. Die sind doch alle tot. Nach dem Match gestern gegen House of Black. Dieses Free vorgestern. Gestern. Hauptsache, du hast bei der Show gesagt, weil wir sehen uns in zwei Tagen wieder. Echt? Ja. Lol.
Da war ich dumm. Aber das ist ja Sonntag und Dark Special war ja am Samstag. Mhm. Walter! Ich finde die Einzugsmusik von Reigns richtig geil. Richtig episch. Soll ich dir was sagen? Hm? Ich werde in der Nachbearbeitung, werde ich hier Original-Entrance-Musik reinpacken, aber ich finde einen externen Link unten in der Videobeschreibung. Also Leute, habt ihr gehört nicht? Da könnt ihr die Show geiler erleben. Mhm. Weil Entrance-Musik ist halt schon mit das Geilste, was es gibt. Wo ist er, wo ist er, wo ist er? Da ist er! Hey! The head of the table. Our tribal chief. Ohne Solo Sikoa. Der muss sich auf das Match danach vorbereiten. Auf den Rumble. Ah, der auf ist Rumble. Rumble dran. Ja. Roman. Achso. Und Reigns hat Bock, würde ich sagen. Walter wartet, Walter wartet. Reigns hat Bock und Walter kommt angerannt mit der Larry! Oh! Ins Cover! Nicht mal bis 1! Big Boot! Und jetzt Reigns mit dem Superman Clothesline! Oh, geht direkt los! Direkt Krieg! Walter hat ja bei der letzten Passion-Ausgabe ein sehr, sehr starkes Match gegen Solo Sikoa gezeigt. Oh, Big Boot von Reigns! Die Frage ist, wie angeschlagen ist Walter noch von dem Match? Oh! Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das war der Move, auf den Solo gar nicht klar kam. Ja, der Ass-Drop. Discus Elbow von Reigns. Der jubelt da direkt erstmal. Hauptsache, ich drück immer Pin, nicht? Ich mach immer den hier. Egal, ob ich den hab oder nicht. Hast du gehört? Das ist jetzt schon wieder gemacht. Ich kann nicht davon ab. Walter, oh mein Gott! Aber Reigns. Headbutt von Walter. Und was ein Big Boot. Oh mein Gott, Digga, Roman Reigns hat mit der Kopfschere. Der Mann hat Bock. Der arme Walter. Oh. Dann ist Reigns aus dem Rumble ausgeschrieben, würde ich sagen. Und da kommt Walter hinterher. Mit dem Elbow Drop! Außerhalb des Rings. Und Walter Rock Bottom, Rock Bottom! Aber Reigns kann kontern. Oder geht zurück in den Ring. Und Reigns mit der Powerbomb. Nur bis 2. The Tribal Chief. Dominiert dieses Match bisher nicht so, muss man sagen. Also es ist bisher sehr ausgeglichen. Oh Gott. Und Walter fängt wieder auf der linken Gesichtshälfte an zu bluten. Oh, da schlägt genau Reigns drauf. Genau auf die Wunde. Der hat auf der anderen Seite angefangen zu bluten, hast du es gesehen? Es sah aus, als ob sein Auge geblutet hat oder so. Oh, Reigns mit dem Big Boot, nein! Walter Lariat auch nicht.
Ich liebe diesen Move. Oh, Reigns! Springt daneben. Jetzt wieder Walter. Oh Gott. Tiger Driver! Nee! Oh Gott, einfach nach links ab. Nach rechts abgelegt. Nee, war links. Reigns. Whippin gegen Walter. Den Move haben sie alle. Der Big Boot. Ref ist bei 3. Ref ist bei 4. Reigns vom Top Rope nach draußen mit einem Elbow Drop. Und Superman Punch außerhalb des Rings. Und Spear. Und das ist das Ende von Walter, ist dann weiß ich auch nicht. Kick out von Walter. Wie der blutet, ey. Und wieder auf die Wunde. Wieder auf die Wunde von Walter. Jetzt geht's auf die Hand. Elbow Drop, aber geht daneben. Walter schnappt sich Reigns. Und der Rock Bottom. Nicht mal bis 1. Und Walter kommt angerannt. Oh oh. Reigns wird jetzt hier auf den Boden geschleudert. Oh. Au, der Chop auf den Oberkörper von Reigns. Oh mein Gott, was war das denn? Bitte was? Oh, Chop. Walter, was hat er jetzt vor? Mit der Lariat! Cover! One, two, nein! Reigns kommt raus! Leg Drop! Aller Hulk Hogan! Jetzt geht Reigns natürlich unter ein bisschen. Walter lässt sich jetzt feiern. Oh, Reigns fängt ihn ab. Oh, Walter. Mit der Walter-Bomb. Alter, mit was für einer Bombe? Und die Nummer 3. Ins Cover. Kickout. Reigns kommt wieder raus hier aus dem Ding. Und Walter setzt sich auf Reigns. Und Leg Drop diesmal nicht. Diesmal nicht der Leg Drop. Stattdessen Reigns. Mit dem Back Suplex ging Walter auf den Apron. Jetzt nochmal gegen Stahlsperrung. Und wieder in den Ring rein mit ihm. Neckbreaker. Starker Neckbreaker von Roman Reigns hier. Alle guten Dinge sind 3. Oh, Walter! Kontert hier! Tritt, nein. Superman Punch! Das
Spear. Von aber Reigns. Reigns pinnt nicht, glaube ich. Hey, Reigns will hier die völlige Demütigung von Walter. Aber der macht sich schwer. Der macht sich schwer. Wir sind wieder da nach einem kurzen Cut. Und Walter halt nicht. Oh, da ist Walter ein bisschen zu langsam gewesen. Und? Oh, doch nicht. Walter versucht da aufs Top Rope zu rennen. Was da jetzt vor? Solo Splash! Oh no. Der Finisher von dem Cousin von Roman Reigns. Nur bis zwei. Roman kommt raus. Oh, Reigns weicht aus. Rufen die gerade Joe oder rufen was rufen die? Ich hab grad Joe verstanden. Ich auch Joe verstanden. Anscheinend wollen die Leute, dass Samoa Joe kommt. Bam! Elbow Drop! Aufs Bein. Oh, warte mal. Kannst du dich noch an Joe in unserer ersten JCM-Auflage erinnern, der jeden angegriffen hat? Ja! Stimmt! Chop? Nein, Chop von Reigns! Oh, 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 Roman Reigns. Nee. Alter, wie Walter blutet. Reigns vom Top Rope. Superplex. Ah. Oh, was hast du mit Tod, hab ich das Gefühl. Oh, immer mehr Schläge auf den Kopf von Walter. Und noch ein Schlag in den Magen. Und Headbutt. Reigns hat Bock. Reigns hat Bock. Oh, Big Boot. Das hat weiter schlafen gelegt. Nee. Oder auch nicht. Alter, wieder Blut. Da kommt da mal kurz die Kamera, da ist schon. Oh! Roman Reigns! Guillotine Choke! Guillotine Choke! Guillotine Choke! Und das war's, Walter tappt. Walter tappt und damit gewinnt Roman Reigns dieses Match. Roman Reigns, the guy with the wettest hair. Da sehen wir mal außerhalb des Rings den Spear. Oh, das, da sehen wir die Musikanlagen der. Die Walter-Bomb hier. Superman-Punch von Reigns. Wie er schwitzt. Und damit gewinnt Roman Reigns das Match mit Walter und stärkt sich nach seinem Comeback. Auf jeden Fall. Er ist auf jeden Fall auf Kurs Titel. Ja. Und damit kommen wir zum Rumble. Ladies and Gentlemen, the following contest is a 20-man Rumble match for the JCM IG Championship. Checkt die Beschreibung ab, dort ist unser Link. Kauft euch was darüber, wir verdienen Geld damit, danke. Achso, ich wusste jetzt nicht, worauf du hinaus warst mit der Beschreibung gucken. Ich hab durch Shadys geguckt. Achso. Weil die hier gerade irgendwie frei drehen. Die kämpfen. Illegale Schildkrötenkämpfe. Illegale Schildkrötenkämpfe. Verkaufen wir ab jetzt bei Instant Gaming. Gott, dann ziehen wir mit unserem Partner nicht rein. Unser Ansager erklärt noch mal kurz die Regeln eines Rumble Matches. Wohin will denn der? Raus, bloß raus!
Und wer ist Nummer 1? Teilnehmer Nummer 1 ist El Fantasmo! Geht der sich jetzt da ein? Ja, kann sein. Julia, kannst du dich noch erinnern? Unser allerersten Rumble damals zum alten JCM, wer war Nummer 1? El Fantasmo. Aus Kanada! The Headbanger! Und Teilnehmer Nummer 2. 2! 3! Was machen die denn da? Die feiern ab. Achso. Ach, die Schildkröten. Guck mal, ihr habt gerade auch weggesetzt, die sind lebensmüde. Die springen gleich runter. Wenn John Cena gewinnt, springen wir vom Dach. Und Nummer 2, auch vom Bullet Club. Carl Anderson. Wir haben direkt zwei Bullet Club Mitglieder gegeneinander. Das ist nicht so geil für den Bullet Club. Nee. Gut, Carl Anderson und El Fantasmo sind sowieso bisher noch nicht so gewesen miteinander, ne? Ja, aber trotzdem ist halt beides Bullet Club. Was hat er jetzt gemacht? Das ist umgefallen gewesen. Gott, oh Gott, oh Gott. Oh, wir sehen, wir hören auch schon, Nummer 3 kommt. Jetzt kommt Tocke los. Ist der auch drin? Ich glaube schon. Nummer 3 ist Will Ospreay! Da ist er, der Kingpin of Professional Wrestling. Running Knee gegen Carl Anderson. Enzo Igiri. Enzo Igiri. Nee, das ist ja nicht Enzo, das muss ja anders sein. Oh, Nummer 4. Du musst es eigentlich als dein Finisher machen, den Enzo Igiri. Den Enzo Igiri kann ich gerne machen. Nummer 4 hören wir auch schon und El Fantasmo? Fantasmo ist raus. Nummer 4 ist CM Punk! Und Close Line von Carl Anderson. Punk geht jetzt auf Ospreay los. Und jetzt auf Anderson. Aber richtig. Suplex? Back Suplex? Punk hat Bock, Alter. Punk hat Bock. Ja, aber wenn er schon nicht so oft eingesetzt wird, muss er sich auch mal beweisen. Ne? Aber als Nummer 4 ist schon schwer, so ein Rumble zu gewinnen. Und wir hören auch schon die Zahlen. Nummer 5 kommt. Und Nummer 5 ist Kenny Omega! Dritte Bullet Club Mitglied. Und Carl, das ist raus! Also, die beiden Bullet Club Mitglieder sind schon wieder weg. Und der nächste Mal Bullet Club mit Bullet Club! Wow. Schöner Double. Underhooks. Omega hat sich direkt hier Will Ospreay geschnappt. Und das war Will Ospreay. Kannst du dich aufs Kommentieren konzentrieren. Ich habe irgendwie gezeigt, ich weiß nicht, wer ich bin. Punk gegen Omega, Alter. Und Nummer 6 ist Braun Breaker von The Authority. Der hat's ja... Wir haben zwei verschiedene Stables drin, aber Punk hat Single Wrestler. Der hat es ja vorgestern leider verkackt, die Tag-Titel zu gewinnen. Mhm. Im Tag-Team mit Chris Jericho gegen die Hardys. Oh, Punk und Bro Break arbeiten zusammen. Punk joint the brand! Punk joint the Hardy! Oh Mann! Jetzt erstmal einen schönen... Weiß ich nicht. Piledriver. Tombstone Piledriver. Nee, Tombstone ist was anderes. Jetzt sind, glaube ich, Teilnehmer Nummer 7, wenn ich mich nicht täusche. Ja. Und Nummer 7 ist Seth. Freaking Rollins, der gestern bei Dark schon ein krasses Match hatte. Na, mit Brock Lesnar zusammen. Ja. Guck mal, Punk und Breaker helfen wieder gegenseitig. Kenny Omega hier rauszuschmeißen und Kenny Omega fliegt! I believe Omega fly. Oh, der hat gestern auch schon ein Match gehabt, ist mir aufgefallen. Fantasmo ja auch. Das hat nicht ein Match. Das sexy Match gegen Rollins und Lesnar. Jetzt ein Punk gegen Rollins. Ich glaube, Punk und Breaker arbeiten zusammen. Oh, Punk. Und Nummer 8 ist Brian Dale.
Danielson! Bron Breakker kann sich aus den Fängen von CM Punk befreien. Danielson geht auf Rollins los und Punk und Breakker. Lariat von Bron Breakker. Lariat von der Bad Liebenwerder Flasche. Kein Product Placement. Und noch eine. Und wir sehen auch schon Nummer 9 soll kommen. Und währenddessen schmeißt die Bryan Danielson vielleicht Seth Rollins aus dem Ring und Seth Rollins ist raus. Und Nummer 9 ist EC3. Ethan Carter the First. EC3. Aber mit jeder Zahl, die vergeht, wird es auch wahrscheinlich, dass der Titel verteidigt wird. Ja, weil Matt Riddle ist ja noch in der Verlosung. Ja. Oh, Bryan Danielson macht sich schwer. Und Punk, der ist, glaube ich, am längsten jetzt inzwischen drin. Ist Nummer 4 gewesen. Ist auch drin. Punk, ja. Wird auch schon die Zahl Nummer 10 soll jetzt kommen. Und Nummer 10 ist Solo Sikoa. Während wir Bron Breakker sind, der komplett. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Was passiert? Oh mein Gott! Heilige Scheiße, Bryan Danielson ist tot. Was passiert? Das kann ich dir Highlight spielen. Mal kurz, mal kurz. Ich hab's gerade gesehen. Rest in Peace, Alfie. Der ist tot. Da ist er wieder. Von den Lebenden auferstanden. Oh, so, Sikora wollte gerade Punk rausschmeißen. Und wir hören auch schon, wir sind auf dem Weg zu Nummer 11 und Nummer 11 ist Chad fucking Gable. Chad fucking Gable. Der gewinnt das. Glaube ich auch, ja. Der ist mein Favorit. Alter, ich sie für Schubser und Danielson mal richtig weg. Hatten ja auch fast getötet. Oh, Sikoa! Sikoa! Nee, er kommt noch rein. Wir haben auch schon Countdown zu Nummer 12. Bist du Nummer 12 denn nicht? Ja. Ja, Nummer 12. Und Nummer 12 ist der gute Chris Jericho. Bron Breakker kriegt Unterstützung. Ja. In Form seines Tag Team Partners. Den aus dem Punk los. Aber Punk nimmt ihn direkt. Punk direkt den Backbreaker. Oh, der Bron Breakker hat einfach mit Chad Gable drin geworfen. Der Ring füllt sich. Ja, der Ring füllt sich, das stimmt allerdings. EC3 lässt sich feiern. Oh, Chad Gable. Gegen Bron Breakker. Jetzt kommt auch schon Nummer 13. Und Nummer 13 ist Ricochet. Hat er heute schon ein Match um ja. Titel? Hat er wieder ein Titelmatch? Ja, Ricochet mit Titelmatches. Das ist so eine Leidensgeschichte. Oh, Bron Breakker und CM Punk. Es gibt's nicht. Ich checke jetzt, dass er das fünfte Match für ihn ist, so gefühlt. Und das ist ein viertes Titelmatch. Der hatte eigentlich Titelmatch und das war gegen. Wenn du es richtig sehen willst, ist es sein fünftes Match, ja. Er hat eigentlich die Match gegen Miro Gauss verloren. Er steht 0-4 jetzt in der Runde. Von den 4 Matches waren 3 Matches Titelmatches. So, jetzt muss einer rausfliegen, bis der nächste kommt. Oh, Solo Sikoa tanzt ein bisschen vor Chris Jericho und schlägt ihn weg. Der Samoan Dance hat er gemacht. It's a moment! Mit dem Sikoa Dance? Und jetzt geht EC3 auf Solo Sikoa los und wieder Punk und Jericho. Der Sikoa Elbow. Wer fliegt jetzt als erstes raus? Von diesen 8 Männern hier. Wird es Punk, der ist am längsten drinne. So, jetzt Nummer 4 hier immer noch am Start. Chad Gable ist erstaunlich, dass der noch dabei ist. Der kämpft ja auch. Oh, Bron Breakker blutet! Der kämpft ja auch gegen Ricochet. Ja, stimmt. Ich muss feiern, wenn Chad Gable Ricochet rausschmeißt. Vor allem der heute in der Battle Royale. Oh Gott, Ricochet! Ricochet! Mann, Ricochet! Vor allem der heute in der Battle Royale auch nur einen rausgeschmissen und ist direkt rausgeflogen. Die hat er gar keinen rausgeschmissen, der Arme. Oh, Chad Gable gegen Chris Jericho! Ich sag dir, Chad Gable gewinnt das.
Oh, was macht Bron Breakker da? Oh, doch nicht. Jetzt kommt schon Gable, Bron Breakker. Sikoa und Danielson arbeiten zusammen. Gegen Chris Jericho. Jetzt hat sich jetzt Chad Gable Bron Breakker geschnappt. Aber kein Bock auf ihn. Oh, Sikoa. Ganz gefährliche Situation für Sikoa. Solo Sikoa. Oh, Sikoa hält sich irgendwie noch fest. Jetzt kommt wieder der Nummer 13, noch. Oder? Ja. Oder Nummer 14? 13. War 13 nicht Ricochet? Nein, 12. Nummer 14, Jacob Fatu. Und Riddle ist immer noch nicht drin. Jetzt muss auch mal erst wieder rausziehen, bis der nächste kommt. Also jetzt ist es natürlich schlimm. Oh, das Sikoa mit dem Sikoa Dance. Du bist schiffend. Hast gesehen, ja. Oh, Fatu gegen Sikoa, Junge. Und Fatu schmeißt nicht Sikoa raus. Was? Chad Gable gegen CM Punk. Chad Gable. Oh Gott, ich dachte, Chad Gable schmeißt CM Punk raus. Oh, Lariat von Fatu. Ich kann mir auch vorstellen, wer hat heute Miro rausgeschmissen gehabt? Weiß ich nicht. Oh, Miro ist raus. Aber ich kann mir vorstellen, dass Miro da Rache an demjenigen will. Bron Breakker geht auf Jericho. What the fuck? Aber es ist ja ein Rumble. Ja, es ist ja gegen jeden. Ich glaube, hat nicht. Ich kann nicht mehr reden. Hat nicht Tony Nieso oder so rausgeschmissen? Weiß ich nicht. Aber ich glaube, da will Miro Rache auf jeden Fall für. Wenn ihn so ein No-Name rausschmeißt. Miro ist auch als erstes rausgeflogen. Ja. Durch Ricochet. Nee, Ricochet hat Dingens rausgeworfen. Ach, verdammt, ich meine. Bait. Achso. Und Plätze sind offen, Nummer 15 soll jetzt als nächstes kommen. Die Frage ist, wann läuft der Timer? Oh, Jacob Fatu, Bryan Danielson, aber Solo Sikoa. Solo Sikoa und Jacob Fatu haben sich die ganze Zeit schon in die Haare. Und Jericho geht zurück auf Bron Breakker. Dann gibt es vielleicht ein paar Spannungen. Oh, Sikoa, jetzt war's das mit ihm. Hook ist Nummer 15, da kommt Danielson von hinten und versucht Jacob Fatu rauszuschmeißen. Ich weiß. Achso, ich dachte, wenn du gerade so ein Schild da hast, so. Ach ja. Oh, Fatu. Fatu mit dem Stomp gegen Danielson. Und Danielson steht. Oh, Fatu mit dem Punch gegen Danielson. Jetzt haben wir immer Chad Gable im Ring, nicht? Ja. Der hat auch die ganze Zeit mit CM Punk zu tun, habe ich irgendwie das Gefühl. Hook gegen Bron Breakker hier. Und wir hören auch schon, Nummer 16 kommt jetzt als nächstes. Und Nummer 16 ist Johnny Gargano. Der ist nicht offiziell im Roster, aber er ist hier. Und Chad Gable ist raus. Aber Gargano hatte schon mal ein IG-Title. Oh, was war Riddle? Bron Breakker da mit Rook! Mit Rook? Ich hab Rook gesagt. Ich hab Rook verstanden. Mit Rook. Oh, Johnny Gargano. Wunderschön gemacht. Punky Jericho. Bron Breakker. Schade. Digga, es sieht so aus, als wäre jemand besoffen hier im Ring. Jetzt gibt's gerade, also die Lexen gerade real. Ja. Und Fatu gegen Punk! Fatu schmeißt Punk raus! Fatu schmeißt einfach mal easy Punk raus. Und Gargano wieder mit dem Reverse DDT. Und Nummer 17 ist Brody King! Der müsste doch eigentlich noch tot sein von gestern! Der Mann lebt anscheinend wieder. Oh, Brody King und Hook. Brody King und Hook und Bron Breakker nimmt sich Jacob Fatu. Oh, Gargano. Mit einem Armbreaker gegen Jacob Fatu.
Wir warten auf Nummer 18, glaube ich, oder? 19? Ich weiß das nicht mehr. Oh, Hook, ganz gefährliche Situation da gegen Brody King. Nummer 18 ist der Champion. Nummer 18 ist Riddle. Er hat eine sehr gute Position erwischt. Muss man ihn lassen. Und geht auf Bron Breakker los. Riddle und Bron Breakker. Hook ist raus. Hook wird von Brody King rausgeworfen. Ja, gut passiert, wenn Brody King vor dir steht. Was hat Brody King jetzt vor? Oh, Step Up and Sugiri von Johnny Gargano. Brody King geht auf Chris Jericho los. Ja, die haben natürlich auch Probleme, die House of Black und die Authority. Die Authority hat ja das Tag Team Halbfinale gegen House of Black gewonnen. Und deswegen geht jetzt auch Bron Breakker und Brody King aufeinander. Nee, House of Black hat final verloren gegen Authority. Ja, hab ich doch gesagt. Oh, Fatu schmeißt Gargano raus. Und jetzt geht auch Bron Breakker los. Und wir hören die Zahlen Nummer 19 kommt. Wer ist Nummer 19? Wer fehlt noch? X-Pac ist Nummer 19. X-Pac auch nicht offiziell. Da ist, wir haben Brody King ganz, Riddle rausgeschmissen. Der Champion ist raus. Wir haben einen neuen Champion, auf jeden Fall. Wir haben hundertprozentig einen neuen Champion. Wer von diesen 1, 2, 3, 4, 5, 6, sind es 6? Also jetzt auf jeden Fall nicht mehr, Brian Danielson ist raus. Einer kommt doch noch rein. Ja, Chris Jericho, Brandon ist rausgeschmissen. Jetzt sind es insgesamt noch 6 Leute. Wir warten noch auf eine Person. Bron Breakker gegen... Die haben noch beide von der Authority drinne. Die haben noch beide von der Authority drinne. Und Nummer 20 ist Filthy Tom Lawler. Und Jericho gegen Brody King und Jericho ist raus. Und jetzt Filthy Tom gegen Jacob Fatu und Jacob Fatu ist raus. Die letzten vier. Wer wird IG Champion? Oh, X-Pac mit einem Spin-Kick. Sein zweites Match hier bei JCM. Und in seinem zweiten Match könnte er dann doch einen Titel tragen. Und jetzt hat sich Brody King geschnappt. Der ist eh schon K.O. von gestern. Und rennt über X-Pac drüber. Oh, X-Pac hit einfach Brody King aus. Und der Hulk Hogan Leg Drop. Wir sehen hinten Tom Lawler und Bron Breakker. Suck it! Oh, X-Pac wird auf Tom Lawler losgehen. Oh, Brody King und Bron Breakker. Running Power Slam von King. Der könnte hier zweiter IG Champion werden und einen Titel zum House of Black bringen. Ja. Nachdem es der Tag Team Titel nicht wurde, durch Imperium, könnte es der IG Championship werden. Und X-Pac gegen Tom Lawler. Einfach mal Lawler umgerannt. Brody King nimmt sie mit jedem auf. X-Pac mit dem Spin Kick. Und Tom Lawler Running Knee. Und schon wieder Brody King. Deadlift Running Power Slam gegen Bron Breakker. Und der ist doch schon, was war der, Nummer 8 oder sowas? Irgendwie so, ja. Der ist doch schon Ewigkeiten hier in dem Match. Brody King hat ja auch den aktuellen noch Champion rausgeworfen. Mit Riddle. Ja. Oh. Diese vier, die lassen es aber auch, da fliegt keiner raus in den letzten 5 Minuten gefühlt. Jetzt aber Tom Lawler und Bron Breakker, beide Gefahr, Bron Breakker ist raus, Lawler hält sich. Und Lawler schnappt sich jetzt hier Brody King. X-Pac schlägt auf Lawler ein. Die beiden scheinen sich irgendwie nicht zu mögen. Wow, Brody King.
Brody King mit der Gonzo Bomb. Das könnte mit X-Pac gewesen sein. Der arme X-Pac. Hat eine Chance gehabt. Und da ist er. Nein, der hält sich. Und Tom Lawler mit dem Knee Strike gegen Brody King. X-Pac hält sich. Und jetzt X-Pac lässt sich hier feiern von den Fans. Dass er sich da irgendwie noch gehalten hat. Und Brody King. Das Gesicht von Lawler, Digga. Close Line gegen X-Pac. Aber Lawler kickt den Tritt ab. Und jetzt wieder X-Pac wird umgerannt. Und Brody King, was hat er jetzt vor? Death Valley Driver, nein! Tom Lawler kontert. Und Lawler geht auf X-Pac los. Und da ist wieder Brody King von hinten. Lässt jetzt aber die beiden erstmal kurz machen. Und jetzt will Lawler vielleicht hier X-Pac rausschmeißen und schafft das. Und geht direkt auf Brody King los. Die beiden letzten jetzt hier Brody King Discus Lariat. Das könnte ganz schnell jetzt mit Filthy Tom Lawler gewesen sein. Und wird das nochmal die Gonzo Bomb. Und das war's mit Tom Lawler. Und da ist Tom Lawler raus. Und Brody King ist neuer IT-Champion. Krass. Krass, krass, hätte ich nicht gedacht. Vor allem nach dem Match gestern noch bei Dark. Da sieht man nochmal die Gonzo Bomb. Hier nochmal den Discus Elbow, glaube ich. Und damit präsentiert sich Brody King als neuer IG Champion. Ja. Obwohl man eigentlich sagen muss, eher Malakai, weil Brody King ja eigentlich entdeckt den Wrestler ist. Aber er hat's gemacht. Ja. Und der ist auch für den Rumble eigentlich so geboren, nicht? Der ist so groß und stark. Der ist für so ein Rumble-Match wie gemacht. Und damit sehen wir uns beim Co-Main Event. Co-Main Event, das ist das. World Title Match. Ja. So! Geht los, Main Event. Co-Main Event. Und Max liegt hier in unserem Kommentatorenpult. Die Kommentatoren-Buff. Da oben sind wir. Da oben sind wir. Oben rechts in der Ecke bei dem WWE-Logo. Mach mal die Tür rein, bitte. Frag mich morgen nochmal, okay? Und wir haben. The Swiss Cyborg Cesaro. Die haben aber keine Führung. Der ist unbesiegt. Na, Jay White auch. Genau. Und sein Gegner, representing the Bullet Club, Switchblade Jay White. Bullet Club. For life. Bullet Club. For life. Und El Phantasmo am Start, Junge. El Phantasmo, Junge. Der gerade eben noch im Rumble war als Nummer 1 und direkt rausgeflogen ist. Kennen wir ja schon alles. Cesaro und Jay White. Oh, sieht doch mal einen Ratschlag! Ab und legt sich hin. Dropkick von Cesaro. Hat er sich mal kurz das Connect wieder eingerenkt? Double Foot Slam, nein. Das ist ein Switchblade mit einer Clothesline, Alter. Das war die Rache für Cesaro. Das war die Rache für Eva Dasmo. Aber da war Cesaro doch gar nicht schuld. Ist egal, nicht? Oh, Cesaro fängt Switchblade ab. Oh, aber ins Leere. Ref ist bei 2. Ja, wer ist der. Oh, Roll-Up von Switchblade Jay White. Wer ist der Anführer des Bullet Clubs? Nicht? Wenn man auf Titel guckt, ist es auf jeden Fall Switchblade. Aber ich weiß nicht, ob Kenny das so akzeptieren würde. Oh, Cesaro steht direkt wieder. Knee Strikes von King Switch Baby. Ich würde gerne mal so wissen, in Real Life, wie teuer es ist, Switchblade Jay White zu buchen.
Oh. Das Bein? Da bist du auch safe im vierstelligen Bereich, oder? Könnte sein. Im hohen vierstelligen. OJ White ins Leere und Clothesline von Cesaro. Knee Strike hinterher. Elbow Drop ins Leere. Oh, Elbows von Jay White geht ins Seil und eine Clothesline. Jay White kontert. Schöner Schlag, aber Cesaro kontert. Und Cesaro. Oh, das wird das UFO. UFO! Jetzt soll der Neutralisierer kommen, glaube ich. Cesaro mit dem Neutralizer. Tito Switch, das war's. Safe. Ins Cover. Es ist nicht Rope Break. Es ist nicht Rope Break. One. Two. Nein, das gibt's nicht. Die Switchblade kommt raus. Ich hätte damit gerechnet, dass er einfach das mal eingreift. Oh mein Gott, Sleeper Suplex. Und jetzt. Jetzt ist er dran. Mit dem Blade Runner! Und Running Knee! Ins Cover! Kick out! Kick out von Cesaro! Switchblade, wieder ins Leere und diesmal Cesaro! Oh, oh, Roll Up, oder? Ja, Cesaro mit dem Roll Up! One, two, nein! Cesaro zu schnell für Switchblade Jay White und Knockout Punch. Oh, Cesaro mit dem Deadlift. Ich finde es erstaunlich, dass Phantasmus sich noch nicht eingemischt hat. Oh, jetzt hat Jay White den Ellbogen gehalten. Jay White, beißt den da? Ja. Jay White auf dem Top Rope. Oh, das war ein Fist Punch. Fist Drop. Fist Punch, what the fuck. Nur bis zwei. Das war quasi, ich weiß gar nicht, wie das Ding heißt, ich glaube ein Jawbreaker. Das ist auch ein Cesaro kommt bei 1 raus. Und wir sehen Jay Whites Augen und die sagen uns, dass er einfach das nicht glaubt. Oh, da haben wir Blut. Wie in jedem Match. Wir sind wie bei AEW. Oh, Sleeper Suplex! Und bearbeitet nochmal das Bein von Cesaro! Switchblade. Whippin. Oh, die beiden prallen zusammen. Cesaro ins Leere. Und dann kommt da der Blade Runner. Aber Jay White will es noch nicht beenden. Vom Top Rope mit dem Fist Drop. Aber ins Leere. Das ist ein Beißding jetzt wieder. Oh, die Powerbomb! Nein. Kick out. Jetzt geht er wieder auf den Arm wieder. Und wieder dieser Jawbreaker. Cesaro scheint jetzt ja ganz schön am Boden zu liegen, aber er kann kontern. Kommt aber nicht schnell genug hoch.
Aber jetzt ist Cesaro. Oh, mal wieder Jay White mit dem Roll-Up. Roll-Up, aber in den Suplex. Kick-Out, Kick-Out. Cesaro mit dem Konter. Wir müssen doch bei Cesaro sagen, wenn er einen Sharpshooter ansetzt, dann war es das eigentlich. Aus dem ist bisher noch keiner rausgekommen. Oh, aber rennt in den Shop von Switchblade Jay White. Fist Drop. Drop, nein. Cesaro, oh Gott. Neutralizer. Neutralizer, das könnte es gewesen sein. Neutralizer von Cesaro, der geht durch. Ins Cover. Ins Cover. One, two, nein, das gibt's nicht. Was ein krankes World Title Match bisher. Jetzt war natürlich wieder direkt das UFO kommen, wa? Möglicherweise wird das UFO. Aber Jay White kann kontern. Und dann ist ein Jay White Sleeper Suplex. Da überschlägt Cesaro mal richtig. Und wird das jetzt Blade Runner? Nein. Nicht der Blade Runner. Das ist ein Cesaro. Auch nicht. Jay White ins Leere. UFO, nein. Jay White kommt angerannt. Was hat er denn hier wieder? Gegen die Augen von Cesaro. Oh, was sah jetzt vor? Schlag auf die Brust von Cesaro. Geht aufs Top Rope. Switchblade mit dem Leg Drop vom Top Rope. Ins Cover. Nein! Zigzag! Oh, Switchblade mit Elbows. Angerannt gekommen und close sein. Cesaro kontert. Switchblade kontert. Und aus dem Nichts der Blade Runner. Und Knee Drop. Und Fist Drop. Und noch einer. Und jetzt Jay White, Sleeper Suplex. Und nochmal. Nochmal der Blade Runner. Ins Cover. Three, das war's. Jay White verteidigt in einem richtig kranken World Title Match seinen Titel. Switchblade freut sich, da liegt Cesaro auch noch im Ring. Was sah jetzt vor? Switchblade. Nee, Switchblade geht auf Cesaro los. Er tritt auf Cesaro, der Ref geht dazwischen, aber er kriegt Jay White nicht von Cesaro abgehalten. Und weiter geht's. Immer weiter auf Cesaro drauf. Was soll denn das jetzt? Was soll denn das jetzt von Switchblade Jay White? Und dann, meine lieben Freunde, kommen wir zum Main Event des heutigen Abends. Und wir kommen zum Main Event hier von Wrestling Superstars. Und Isaiah Swerves Haus ist hier. Swerve? Ich glaube, es ist ein bisschen falsch weg, oder? Weiß ich nicht, ist mir egal. Swerves Haus ist hier. Das Mikrofon. Es geht schon los, ich wollte 207 Pounds sein. Die beiden zusammen 207 Pounds wäre vielleicht, naja. Dings. Wir nehmen das übrigens an einem anderen Tag jetzt hier auf, das Bällige. Ich bin auch wieder müde langsam. Es ist 17 Uhr. Ich habe 5 Stunden geschlafen.
Wie Sammy gerade gelacht hat. Und die Champions of the World! Jeff und Matt. Harday. Harday. Aber hab ich kein Wrestling mehr. Wie hart sind denn die? Da weiß ich, was ich heute Abend noch zu Hause spiele. Ich werde Almost zu mir holen. Ich werde Almost endlich mal reinknallen. Der wird dominant dann bei mir werden. Der nächste, der wird der neue Champion über Roman Reigns. Heute im Livestream bei dir. Über Roman Reigns. Ja, heute auf Twitch. Wenn ihr das seht, war schon lange. Ja. Das Video kommt ja am 1.5. raus. Das Video kommt Sonntag, ja. Ja. Ja, am 1.5. ne? Ja, Sonntag ist der 1.5. Und, was wir auch schon sagen können. Alter. Oh, sorry. Morgen kommt direkt die nächste Show. Ja. Wie heißt die Serie eigentlich? Underground. Underground, stimmt. JCM Underground. Oh, Matt Hardy. JCM Underground wird das erste Mal stattfinden. Zwei Matches pro Show. Ja. Wen sehen wir? Wir sehen auf jeden Fall Omos tatsächlich, der wieder da ist. Der hat seine Return angekündigt. Und das Gegner steht auch noch nicht fest und er sollte noch kämpfen. Boah, hab ich den vergessen. Wir werden uns kurz vorher unterhalten drüber. Ja, genau. Sammy Guevara, der by the way auch sein Comeback gibt. Ja, stimmt. Nach einem Monat Abstinenz. Sogar mehr. Ein bisschen mehr wie ein Monat. Ja. Side Road to Glory. Wo am World Title Match stand. Hier steht dann wieder. Ach, stimmt. Stimmt. Und jetzt fällt es mir ein. Wir werden ein neues Gesicht sehen auch. Im zweiten Match. Oh, Powerbomb von Matt Hardy. Sammy, du weißt, glaube ich, wen ich kämpfen lassen wollte. Ich glaube schon, ja. Sammy Guevara ist einfach bisher in beiden Main Events von unseren Pay-Per-Views gewesen. Hat keins gewonnen. Ja gut, das hier weiß noch nicht. Also, ich denke mal nicht. Hardy sehe ich schon als Favoriten hier. Er hat bei Road to Glory war ein Main Event und jetzt ist er hier im Main Event. Was war da bei Triple Threat, ne? Ja, das war das Triple Threat, genau, was Moxley gewonnen hat. Oh, Guevara! Shooting Star auf die Knie! Auf die Knie. Und Matt müsste vielleicht langsam mal zu Jeff kommen. Oder prallen sie gegeneinander? Oh! Matt! Geht als stärkerer raus. Ja. So, jetzt geht's in die Ringe der Hardy Boys. Der Hardys. Oh, Guevara kriegt Schläge ab. Und einen dritten da ist, heißt dann nicht in der Ringe. Und Tag zu Jeff. Der hat einen Monat hinter sich hat. Ja. Ich glaube, der hat sogar jede Woche bei Passion Match gehabt. Nee, nicht bei jeder, glaube ich. Doch. Echt? Bei der ersten, das Viertelfinale im Tag Team Turnier, dann das IG Title Match, dann das Halbfinale im Tag Team Turnier, dann das Finale im Tag Team Titel Turnier. Krass. Also der hat viel gemacht. Ja. Hat auch ein Match in diesem Monat bisher verloren. Ja, das war das IG Title Match. Ja. Weil ich glaube, er hat mittlerweile schon sich damit abgefunden und konzentriert sich jetzt eher auf Tag Team Titel. Sieht aktuell so aus! Oh, starker Move. Mit dem Deadlift German Suplex in die Brücke. Ich habe das Gefühl, das Klicken geht einfacher. Ja? Ich weiß nicht wieso, irgendwie habe ich das Gefühl, ja. Aber Guevara. Oh! Mit dem Gut Check. Und Sammy vom zweiten Seil. Oh, aber Jeff Hardy weicht aus. Langsam sollte Sammy mal versuchen, irgendwie mit Swerve zu taggen, aber Swerve sieht gerade fertig aus. Oh, der Dropkick ihn genau ans Kinn. Ja. Aber ich glaube, Swerve steht inzwischen schon wieder. Oh, mit der Powerbomb nach draußen. Ah, da ist Swerve wieder. Ja. Und Sammy probiert es, aber er schafft es nicht. Oh,
Oh, was ein Knee Strike. Und jetzt schafft das. Und da haben wir Isaiah Swerve Scott aber ins Leere. Jeff Hardy kriegt den Chop ab. Und Dropkick. Oh! Der Move ging Isaiah. Isaiah mit dem Konter. Oh, Victory Roll, Victory Roll! Durchgedreht von Jeff! Wieder umgedreht von Swerve und diesmal kickt Jeff aus. Und Double Footstorm direkt! Oh, Spanish Fly! Fly. Ho, ho, ho. Das war's mit Matt. Aber Jeff ist da. Oh, Twist of Fate! Ins Cover. Und das war's mit Sammy. Jetzt Jeff Hardy auf dem Top Rope. Swanton aber ins Leere. Und Swerve ist da. Swerve ist da, wieder Victory Roll. Das könnte sein. One. Nein, du bist eins. Wieder Double Footstorm. Und wieder nach der Konter. Swerve kommt hoch. Side Rush Leg Sweep. Oh, Sammy. Mit dem Elbow und Sammy Guevara, aber Jeff Hardy weicht aus. Hardy mit der Close und da kommt Swerve angerannt. Ins Cover. One. Nur bis eins. Jetzt versucht ja Swerves Haus irgendwie Jeff Hardy zu isolieren, aber der scheint gerade doch. Scheint zu klappen. Und Standing Shooting Star. Und das könnte es jetzt gewesen sein. Swerve zeigt's an. Oh no. Er will's beenden. Mit Demonic Age. Hardy kontert. Jetzt der Demonic Age. Electric Shadow. Da geht es in die Ringecke. Wieder Hardy mit Tritten. Und DDT. Schafft Swerve das jetzt zu Sammy? Nein, Jeff Hardy im letzten Moment. Clothesline von Jeff. Und da geht's aufs Top Rope. Das könnte jetzt die Swanton Bomb werden. Ins Cover. Sammy ist da. Im letzten Moment ist Sammy da. Und direkt den Bulldog ab. Und Dropkick an den Hinterkopf. Dropkick von Jeff. High Kick, nein. Spinning Heel Kick von Jeff Hardy. Oh, Konter. Konter von Swerve und der Elbow. Swerve sollte aber auch versuchen, langsam mal wegzukommen. Tag zu Sammy. Wichtig, der Tag hier. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Und Hardy. Swanton auf den Rücken von Sammy Guevara.
Guevara kommt raus. Wechsel zu Matt. Boah, starker Move hier. Ja, Swerves Haus aktuell noch, würde ich sagen, in Ordnung hier. Oh, Sammy zieht die Beine weg. Aber... Hardy. Tower of London. Swerve ist da. Stunner! Und das ist der Das war's. Und die Hardys verteidigen ihren Titel hier bei Wrestling Superstars im Main Event gegen Swerve's House. Ja. Da sehen wir meinen Twist of Fate. Dann hier der High Knee. Dann gab es die Shooting Star Press, die Swanton Bomb und die Hardys gewinnen. Mit die kriegen wir anscheinend nicht? Ne, irgendwie nicht. Hatten sie keinen Bock drauf. Und damit sehen wir uns bei der neuen Show. Bis dahin und tschüss!